So, hallo zusammen und willkommen auf P4P. Heute möchte ich euch eine grandiose Übung vorstellen und das für einen grandiosen Muskel. Ihr liebt ihn alle und zwar für den Bizeps. Ich habe mir irgendwann mal dieses Trainingskonzept ausgedacht und es macht mir unheimlich Spaß. Das ist immer meine erste Übung für den Bizeps, wenn ich einen Armtag mache oder einen reinen Bizepstag, aber ist natürlich auch zu kombinieren. Ich war im heimischen Fitnessstudio nachts unterwegs mit meinem Freund und Schüler Maib. Das ist der, den ihr jetzt da im Bild seht und von dem werdet ihr auch noch mehr mitbekommen. Irgendwann zeige ich euch mal das ganze Training, das war an einem Brust-, Schulter- und Armtag. Ja, ihr habt richtig gehört, so viele Muskeln kombiniert, ganze vier. Und was ich euch jetzt zeige, ist vor allem diese Bizepsübung. Diese macht man an der Maschine, an der Scott Curl Maschine und sie wird einarmig gemacht. Ihr habt schon mal ein Video, das seht ihr hier oben in der Infobox, das ist verlinkt, gesehen von mir. Da habe ich diese Übung vorgestellt und auch den Tipp gegeben, dass man sie nur einarmig macht. Diese Maschine kann man richtig nutzen und falsch nutzen. Wir nutzen sie natürlich richtig, aber wir nutzen sie jetzt nach einem ganz bestimmten Satzsystem. Und zwar baut sich das wie folgt auf. Ihr werdet mit einem Gewicht anfangen. Keine Aufwärmsätze nötig hierbei. Ja, warum? Erkläre ich euch gleich. Ihr werdet mit einem Gewicht anfangen, relativ weit unten, mit dem ihr zwischen 20 und 25 Wiederholungen macht. Ja, enorm hoch. Und das ist auch gleich schon die Antwort darauf, warum ihr keinen Aufwärmsatz braucht. Den braucht ihr nicht, wenn ihr so viele Wiederholungen am Anfang macht. Das heißt, ihr nehmt kein großes Gewicht, eure Sehnen und Gelenke werden gar nicht so sehr gereizt. Es kommt unheimlich viel Blut in den Muskel und das ist das gleichzeitig Aufwärmen, selbst wenn ihr jetzt schon bis zum Ende geht. Also ihr wählt ein Gewicht, bei der Maschine einarmig ist das bei uns so 15 Kilo. Zu der Maschine muss ich hier erklären, dass bei dieser Version von Gym 80 in den gängigen McFits das Gewicht bis zu 25 Kilo in 2,5 Schritten zu steigern ist. Also 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20 und so weiter bis 25. Und ab 25 geht es in 5er Schritten, die großen Platten, nach oben. Das heißt von 25 auf 30, 35, 40, 45, 50 und so weiter. Was wir jetzt machen ist, wir trainieren so viele Sätze, bis wir nur noch 6 Wiederholungen schaffen und steigern jedes Mal um eine Platte. Das heißt, wir haben hier keine vordefinierte Anzahl an Sätzen, die hängt ganz davon ab, wie kräftig wir sind und wie ausdauernd wir sind. Und wir haben auch keine vorgelegte Anzahl an Wiederholungen. Das ist das völlig andere zu einem normalen Training. Dadurch kommt jetzt ein schöner Challenge-Faktor mit rein, mit dem man sich auch steigern kann. Das wichtigste Kriterium ist, dass ihr mindestens 6 Wiederholungen schafft. In jedem Satz. Aber dann hört ihr nicht auf. Ihr macht immer das Maximum. Und hier wird nicht gefuscht. Immer das Maximum. Denn unser Ziel ist es immer noch nicht so hoch, es geht zu kommen vom Gewicht oder so viele Runden wie möglich weiter, sondern den Bizeps wachsen zu lassen. Das ist nur eine Maßnahme dafür. Das bedeutet, wir fangen jetzt im ersten Satz an mit einem bestimmten Gewicht. Wir fangen jetzt hier, wie man sieht, mit 15 Kilo an und machen so viel wir können. Wir haben gemerkt, das war relativ einfach und haben mehr als 20 Wiederholungen gemacht. Ich glaube 22, 23 Wiederholungen waren da schon drin. Und wer das schon einmal direkt am Anfang gemacht hat, der weiß, das ist ordentlich anstrengend, weil der Bizeps richtig, richtig, richtig brennt. Und dann wird er auch richtig, richtig, richtig aufgepumpt sein. Danach geht es dann hoch auf 17,5 im nächsten Satz. Also eine Platte mehr, wie wir gesagt haben. Hier müssen wir wieder mindestens 6 schaffen, um in die nächste Runde zu kommen. Und immer formulieren, das ist der Challenge. Wir wollen in die nächste Runde, wir wollen in den Recall kommen. Und dazu müssen wir mindestens 6 Wiederholungen schaffen. Pflicht ist aber trotzdem so weit zu machen, dass man bis zum Muskelversagen geht in dem Satz. Dennoch, wir wollen Recall und Recall und Recall und gucken, wie weit wir kommen. Also, eure Progression wäre, wenn ihr es dieses Mal schafft, vielleicht bis 45 Kilo hochzukommen, dann schafft ihr nur noch 5 Wiederholungen und damit seid ihr raus. Vielleicht schafft ihr es in 4 Wochen bis 50 Kilo hoch oder bis 55 Kilo hoch. Das ist irgendwann das Ziel, immer weiter hochzukommen und sich weiter zu qualifizieren, immer diese Minimum an 6 Wiederholungen zu schaffen. Nun ja, jetzt sind wir bei 17,5 und trainieren dort wieder bis zum Muskelversagen. Die 6 haben wir schon längst erreicht und gehen noch bis 15, 16 Wiederholungen hoch. Im nächsten Satz haben wir also 20 Kilo und versuchen es wieder. Auch hier haben wir immer noch um die 10 Wiederholungen geschafft und es war kein Problem. Jetzt wird es aber schon viel anstrengender, weil jetzt kommt auch langsam die Kraftkomponente mit rein. Vorher hat er einfach richtig gebrannt, der Bizeps, jetzt kommt die Kraftkomponente mit rein. Und es wird langsam interessant.
steigern uns auf 22,5 und sogar noch auf 25 Kilo. Und jetzt spürt man schon deutlich das Gewicht. Wie gesagt, es ist einarmig. Wir halten auch den gesamten Körper raus. Das bedeutet, das seht ihr nochmal, wie gesagt, in der Infobox. Um diese Maschine genau beschrieben zu bekommen, findet ihr in diesem Video zu den drei Übungen, die fast jeder falsch macht. Da bekommt ihr genau beschrieben, wie man sie macht. Schaut es euch gerne nochmal an, bevor ihr daran geht, und dann nutzt das System mal damit. Besonders hier ganz witzig. Nun ja, und jetzt kommt etwas rein in diese Art des Trainings bei dieser speziellen Maschine, was noch zusätzlich einen Challenge-Faktor bringt. In den kleinen Gewichten haben wir nur 2,5 Schritte gemacht und gesteigert. Jetzt kommen wir an die großen Gewichte und müssen direkt um 5 Kilo steigern, was eigentlich eine kleine Ironie ist, weil eigentlich jetzt müssten wir immer kleiner steigern, immer weniger steigern, um 2,5 Kilo und würden wahrscheinlich trotzdem langsam ermüden, denn wir haben jetzt schon den 5., 6., 7. Satz hinter uns. Und dann große Schritte plötzlich zu machen, obwohl das Gewicht immer größer wird, ist schon eine Ironie. Dennoch, hier ist das so gemacht und das wird jetzt nochmal zusätzlich schwer. Und da kommen wir dann auch schon an die 30 Kilo. Wie gesagt, wir müssen sie mindestens 6-mal schaffen. Dann könnt ihr imaginieren, dann kommt die Alarmglocke und ihr habt es geschafft. Aber ihr macht noch die 7., ihr versucht noch die 8. Was ich mache, wie immer, im Trainingsbuch alles festhalten. Das heißt, ich schreibe mir ganz genau auf, mit welchem Gewicht ich wie viel Wiederholung geschafft habe. Auch das ist natürlich ein Vergleich, denn selbst wenn ihr irgendwann wisst, ich bin bis 45 Kilo gekommen, dann wisst ihr immer noch nicht, ob ihr euch jetzt zum Beispiel in den kleinen Gewichten, mit den kleinen Gewichten, in den hohen Wiederholungszahlen gesteigert habt oder nicht. Komplett vergleichen könnt ihr das nur, wenn ihr es festhaltet und aufschreibt. Hier an dieser Stelle auch erwähnt, die Pausenzeiten sollten nicht zu groß sein. Wir haben jetzt hier die Pausenzeiten natürlich dazwischen durch die Kamera und durch das Training von dem anderen, aber hier sollten die Pausenzeiten eigentlich auch nicht länger sein. Besonders in den ersten Sätzen als 2 bis höchstens 3 Minuten, sagen wir sogar 1,5 Minuten geht auch. Eure üblichen 90 Sekunden bis hin zu 3 Minuten darf es sein, aber nicht mehr als das. Und dann ist es wieder dran. Und bedenkt, die Pausenzeit für einen Arm beginnt bereits schon, wenn der andere trainiert. Also nicht erst nach dem kompletten Satz, nachdem ihr beide Arme trainiert habt, beginnt die Pausenzeit und dann wartet ihr 3 Minuten und trainiert wieder mit dem ersten Arm los. Nein! Wenn der rechte Arm fertig ist und die letzte Wiederholung gemacht hat, dann beginnt die Pausenzeit für den rechten Arm, mit dem ihr auch wieder anfangt. Ihr trainiert in der Pausenzeit den linken Arm, der dauert vielleicht wieder 40 Sekunden, vielleicht 50 Sekunden, dann habt ihr noch ungefähr 2 Minuten und 2 Minuten später muss der rechte Arm wieder ran. Das heißt, der hat 3 Minuten Pausenzeit und der hat 3 Minuten Pausenzeit. Nicht vergessen! So, und dann kommen wir auch schon zu den richtig dicken Gewichten, 35 Kilo, und hier ist dann auch schon Schluss. Für Maib zumindest. Maib schafft hier noch seine 4 Wiederholungen und dann ist der Arm wirklich erschöpft. Man muss bedenken, er hat bis hierhin jetzt mehr als 8 Sätze für den Bizeps gehabt und das bei steigerndem Gewicht. Und naja, das war's dann. Ich bin noch weitergekommen, ich habe 7 Wiederholungen geschafft, habe mich damit qualifiziert für die nächste Runde und ihr seht, wenn man da schon so darüber spricht, es macht einfach Spaß. Das ist der motivierende Faktor, sich zu qualifizieren, eine Runde weiterzukommen und zu sagen, ja, ich bin immer noch im Rennen, ich darf sogar nochmal die Chance haben, weiterzukommen. Genau das habe ich bekommen. Jetzt kommt es an ein unglaubliches, einarmiges Gewicht im 9. Satz von 40 Kilo. Und auch hier habe ich es zum Glück geschafft. Ich konnte gerade noch 6 Wiederholungen machen. Gescheitert bin ich dann allerdings an den 45 Kilo, da waren nur noch 4 Wiederholungen drin. Dieses Trainingssystem macht unheimlich Spaß, es motiviert und es ist mal eine ganz andere Art, den Bizeps zu reizen. Außerdem könnt ihr, wie gesagt, die Aufwärmsätze skippen, was ganz gut ist, weil ihr langsam reinkommt und euch das an das hohe Gewicht steigert. Und so eine Übung würde ich durchaus nicht unbedingt machen, weil tendenziell macht ihr zwischen 8 und 10 Sätze, wenn ihr niedrig genug startet, sodass ihr eigentlich keine 2 kompletten anderen Übungen braucht. Habt ihr das ergänzend zu einem Rückentag, reicht diese Übung völlig. Habt ihr das losgelöst, also an einem Brusttag, Schultertag oder Armtag, könnt ihr natürlich noch eine andere Übung folgen lassen, SZ-Kürz, sonst was. Ich würde aber jetzt auch nicht empfehlen, noch viel mehr zu machen. Geht mal von dem Gesamtvolumen der Sätze aus, habt ihr das mit dieser Übung wahrscheinlich schon drin. Aber einfach um noch einen anderen Reiz reinzubringen, macht meinetwegen noch SZ-Kürz hinterher, Hammer-Kürz, irgendetwas, was so ein bisschen eine andere Stellung gibt und trainiert das noch. Macht Spaß und gibt euch sicherlich einen neuen Anreiz. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob euch diese Übung gefällt. Natürlich kann man diese Art des Trainings auch mit ganz anderen Übungen machen.
Das könnt ihr für den Trizeps machen, für die Brust machen, was auch immer. Für den Bizeps finde ich es ganz gut, denn für die großen Muskeln bin ich da meistens ein bisschen zu ausgelaugt, wenn ich mit 20, 25 Wiederholungen anfange. Und das ergibt sich da nicht ganz. Bei dem Bizeps so isoliert funktioniert das ganz gut. Aber natürlich könnt ihr gerne rumexperimentieren. Wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, ob euch dieses System gefällt und ob ihr vielleicht sogar gemerkt habt im nächsten Tag, dass im Bizeps ganz besonders was los ist, das heißt auch noch einen entsprechenden Erfolg habt. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass euch diese Trainingsmethode gefallen wird. Und ja, bin wie gesagt gespannt von euren Geschichten zu hören. Liken, kommentieren und bis bald.